So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel. Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen The Witcher 3 Wild Hunt, die Games of the Year Edition. Das sieht ihr daran, dass ich bereits Hearts of Stone und Blood and Wine installiert habe. Ja, ich weiß ganz grob überschätzt, worum es in den ersten zwei Teilen ging. Ich habe die Story dazu durchgelesen. Man muss also auch, soweit ich weiß, nicht die ersten und zweiten Teile gespielt haben, unbedingt um The Witcher 3 spielen zu müssen. Aber ich wollte es unbedingt spielen. Man hat so viel Spaß auf meinem Spiel gehabt, dass man da, ja, dass mich das ein bisschen überzeugt hat, das Spiel zu holen und selber zu spielen. Ich habe auch die Grafikeinstellung mal ein bisschen hochgeschraubt, aber ich muss, glaube ich, das hier ein bisschen hochschrauben. Weil das war auch ein bisschen gerade leise im Intro. Ich habe gedacht, ich hätte es perfekt eingestellt. Dem war aber leider nicht so. So, Sprachlautstärke sag ich mal auf 80. Ihn zeige ich euch mal ganz kurz. Habe ich erstmal Grafik. Habe ich hier komplett Hexersinne, muss ich abschalten, weil ich bin ja nicht farbenblind. Habe ich mir auch gerade gedacht, warum habe ich so aktiviert. Wie dem auch sei. Ich muss mal gerade ganz kurz gucken. Kann ich irgendwie die das Spiel, kann ich irgendwie die Untertitel deaktivieren? Das wäre nämlich super. Untertitel aus. Ah, das möchte ich gerne. Weil wir brauchen keine Untertitel. Also ein wunderschönes Spiel, von dem jeder begeistert ist. Aber egal.
Ich bin gespannt, was uns hier erwartet in The Witcher Wild Hunt. Wir starten ein neues Spiel. Beginne ein neues Spiel von The Wild Hunt Witcher von allen mit allen installierten Erweiterungen. Nur Hearthstone. Wenn du neues Spiel Plus wählst, spielst du diesen Modus einschließlich allen Erweiterungen. Musst du ein Spielchen laden. Ach so. Nee, wir machen das von vorne mit allen Erweiterungen. Logischerweise. Einfach nur die Geschichte, das Schwert und die Geschichte. Blutschweiß und Tränen, Todesmarsch. Okay, was haben wir denn hier? Du möchtest die Reise durch die Welt genießen. Du schätzt eine kleine Herausforderung. Du bist ein erfahrener, anspruchsvoller Spieler, eigentlich nicht. Du bist wahrhaft verrückt und stolz darauf. Einfach nur die Geschichte, das ist meine Meinung. Ich mag einfach Games mit Stories. Das habe ich ja schon so oft in Let's Plays gesagt. Ich möchte einfach nur die Story genießen. Tutorials anzeigen. Mach ich es mit oder ohne? Ich weiß es gar nicht. Ja, komm. Damit wir wissen, wie es geht. Ein Spielstand aus The Witcher 2 simulieren aus. Oh, das war aber schnell. Kaer-Morhen, Festung der Hexer, Ufers des Gwendlich. Schön die Beine breit machen. Oh mein
irgendwo. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Autsch. Das tut bestimmt weh. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Wow, was für Kratzer, unglaublich. Na dann, bis später. Bis später. Der ist richtig gezeichnet, Alter. Dieser schöne Körper. Und da sind wir auch schon mitten im Spielgeschehen. Willkommen beim Tutorial, willkommen bei The Witcher 3 The Wild Hunt. Dieses Tutorial macht dich mit den grundlegenden Elementen der Spielmechanik vertraut. Alle Nachrichten werden im Glossar gespeichert, in dem du ferner ausführliche Informationen zur Geschichte der Welt und der Spielmechanik findest. Tutorial-Nachrichten kannst du im Optionsmenü mit deaktivieren. Okay, come on. Aber ich muss sagen, die Grafik ist extrem gut. Mit der GTX 1070, die extrem gut hochgeschraubt ist. Alter Vater. Ja, das kann ich schon. Ich bin ein großer Junge, ich kann schon mit umgehen. Die Minikarte in der rechten oben Ecke zeigt deinen aktuellen Standort und die Umgebung. Unter der Minikarte findest du eine Liste von Zielen deiner aktiven Quest. Oh, was haben wir hier? Halte, um die Hexersinne einzusetzen. Suche nach auffälligen Objekten. Ah. Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Ah, kann ich jetzt ausmachen? Gut. Wir sparen ein bisschen Strom. Zack, aus. Zack, aus. Kann ich noch etwas sehen? Heißt sie wirklich Jennifer? Was für ein Name. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Unterwäsche. Ja, Unterwäsche. Kann ich mit dir reden? Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Ich möchte... Lass uns vernünftig sein. Du hast recht, ich sollte nach Ciri sehen. Lass uns unvernünftig sein. Ich will nicht vernünftig sein. Aha, daher weht also der Wind. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Wer ist denn Ciri? Hier war doch gerade irgendwas, das ich anklicken konnte. Ausmachen. Wir müssen Strom sparen. Oh, die Katze muss ich auch ausmachen. Haben wir hier ganz vergessen. Aber sie kann sich immer noch drin spiegeln. Nicht schlecht.
ich das hier auch ausmachen, das Feuer? Oh. Jetzt mache ich hier alles, die komplette Bude leer aus. Hä? Versuchen, was ist das denn? Flieder und Stachelbeeren, natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Was denn? Ich gucke halt einfach nur. Was haben wir denn hier Schönes? Untersuchen. Um Türen auszuschließen, nähere dich ihn und drücke E. Die Kerzen kann ich... Ah, da kann ich auch was machen. Gut. Schau mich mal hier oben draußen um. Scheiße. Der Bergpass ist schön wie eh und je. Die haben mir offenbar draußen diniert. Und ich muss sagen, was für eine Aussicht. Unglaublich. Und da unten scheint diese Ciri zu sein. Unten. Ich muss sagen, das ist echt ein wunderschöner, ein wunderschöner Ausblick. Leertaste springen. Okay. Wie kann ich rennen? Tür zumachen. Das kann ich nicht. Mal gucken, was gibt's jetzt so zu tun? Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Ghule und Al-Ghule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit dem Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Warum sehen eigentlich alle Hexer mit grauen Haaren so aus? Und in welchen Namen? Sei nicht wütend auf sie. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Nicht schlecht. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid.
kommt nicht wieder vor. Eine Entschuldigung reicht nicht? Eine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst Ghule und Al-Ghule komplett lesen, mit allen Anhängen. Bitte nicht! Lieber misst sich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Klar, Tutorial beginnen. Na klar, ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Wenn du fällst, vielleicht. Na komm. Entschuldigung, dass ich so viel räuspern muss. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Oh. Ciri, lass den Quatsch. So, wo muss ich hin? Dahin. Ah, das kann ich auch, okay. Hui. Gewonnen. Deine Beine sind länger. Ich werde es dir schon zeigen. Ich muss nur noch wachsen. Dann wachs mal bitte, aber ganz schnell. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Al-Ghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris, sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Binde dich nicht raus. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Ein Hexer muss wissen, wie er seinen Gegner reinlegen kann. Hast du selbst gesagt. Mag sein, aber probier meine Weisheiten nicht an Wesemir aus, verstanden? Du spielst mit dem Feuer. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Fangen wir lieber mit den Grundlagen an. Kampftutorial. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Zieh das Schwert, Geralt. Aber ich mache jetzt hier Schluss. Wir sehen uns morgen wieder. Bleibt mir gewogen. Und bis morgen. Ciao.